Minimalismus.ch, Selim Tolga. Guten Morgen, Selim. Guten Morgen, Thomas. Na, was gibt's denn Neues bei dir? Minimalistisch oder vereinfacht irgendetwas? Ich habe mein Bargeld aus dem Haushalt verbannt. Das tönt jetzt nach viel, aber ist es nicht. Aber ich hatte, was weiß ich, 300, 400 Geld gebunkert. Nee, nicht mehr so viel wie auch schon, aber einfach so 400-500 Franken hatte ich jeweils. Das hat sich jeweils angesammelt über so Trinkgelder im Wertstoffhof und irgendwo kriegst du wieder was, wenn jemand etwas kaufst, der zahlt es dann bar dir zurück oder ja, das sammelt sich. Dann hatte ich noch Fremdwährung, also Euro. Das habe ich jetzt ausgegeben und das andere auf die Bank einbezahlt. Und jetzt habe ich mir gesagt, ich möchte kein Bargeld mehr zu Hause aufbewahren, weil ich habe da im Zweifelsfall einen Bankomaten in Fußdistanz in 5 Minuten, wenn ich unbedingt Geld benötige. Und man zahlt ja seit Corona eigentlich nur noch elektronisch oder kontaktlos. Also ich jedenfalls. Also ich habe jetzt sicher dieses Jahr noch nichts bar bezahlen müssen, wenn ich jetzt nicht gezielt Bargeld mitgenommen hätte, um es loszuwerden, sagen wir es so. Ja, ich denke, das ist bei mir auch so. Ich zahle auch immer kontaktlos, sowieso jetzt in letzter Zeit. Und Bargeld, das Münz habe ich natürlich noch für ab und zu mal irgendwo ein Parkticket zu kaufen, wenn ich das Auto brauche. Oder wenn ich natürlich Auftritte habe als Zauberer, da kriege ich dann oft Bargeld. Das hat sich so ein bisschen bewährt bei den Künstlern, Bargeld. Aber ja, dann brauche ich es halt einfach möglichst schnell. Das ist noch lustig, ja, Bargeld, ja? Etwas zu minimalisieren. Ja, ich habe halt gemerkt, es sammelt sich immer an. Dann musste ich überlegen, wie kriege ich jetzt das wieder auf die Bank, weil mit diesen Online-Banken, wo du nur noch auf dem Handy die App hast und eine Karte und gar keine Bankschalter mehr, kannst du das Geld fast nicht mehr einzahlen. Dann habe ich aber jetzt noch die Möglichkeit gefunden, am Bankomat einzuzahlen, kostenlos. Und jetzt habe ich mir gesagt, jetzt versuche ich das möglichst immer wieder einzuzahlen, wenn ich da vorbeilaufe. Also einmal im Monat oder so und dann einfach kein Bargeld mehr zu führen, das geht. Das ist, glaube ich, nur gratis, wenn es bei deiner eigenen Bank ist, oder da Bargeld einzubezahlen. Ja. Okay. Bei der Bank, bei der einen. Bei der anderen, bei Neon, gibt es gar keine Möglichkeit. Da musst du es über einen Einzahlungsschein auf der Post einzahlen, dann kostet es wieder Gebühren. Also von dem her, Bargeld wird wahrscheinlich in den nächsten, ja, sag mal 5 bis 10 Jahren verschwinden, weil es einfach irgendwie zu umständlich ist und auch so wegen Schwarzgeld und Geldwäscherei und so halt dem Staat sowieso ein Dorn im Auge ist. Habe ich auch schon gelesen, ja, dass es so in 10 Jahren verschwinden soll. Schauen wir mal, was da passiert. Okay. Ja, also von dem her auch diese Not-20er oder Not-100er in der Handyhülle drin habe ich auch nicht mehr. Weil ich sage mir, wenn ich was kaufen möchte und der Automat geht nicht, also der Zahl, das Terminal, dann geht's halt nicht, dann komme ich nochmals. Also ich, bis jetzt ist es nicht vorgekommen. Ich bin ja auch bei der Neon Bank, so wie du, und es gibt ja dann auch diese Sonect-App, das ist so eine App, wo man einfach überall schauen kann, welches Geschäft ist in der Nähe, und das ist dann so wie ein Ersatz für den Bargeldautomat, und ich hatte das auch auf dem Smartphone für den Fall, dass dann die Smartphone-App nicht geht einmal, aber das ist auch wieder so ein Ding mit der Angst, oder? Dass man einfach, ich habe das jetzt auch wieder deinstalliert, das war mir zu blöd und habe auch kein Geldschein mehr in der Handyhülle. Wenn das halt passiert mal, dass das mal nicht geht, dann ist das halt so, ja, dann suchen wir uns eine Lösung, oder gehen wir wieder nach Hause und holen Geld oder was auch immer, kann man sich irgendwie lösen. Ja, also ich eben diese App mit dem Bargeld beziehen, hatte ich auch kurz zum Schauen, wie das funktioniert. Hast nie ausprobiert, aber es gäbe noch diese App, um Bargeld zu beziehen irgendwo in einem Geschäft. Aber auch das brauche ich nicht. Ja, eben, also man merkt ja, was man benötigt und was nicht, und der Rest kann man dann weglassen. Und das ist ja genau das, was wir im Minimalismus nicht wollen, dieses Optionsdenken. Das ist immer eben mit der Angst verbunden. Wir wollen möglichst so einfach wie möglich, oder? Ja, Optionsdenken vielleicht schon, aber nicht alle Optionen sofort immer verfügbar zu haben. Ich weiß ja, dass ich jetzt diese App installieren kann, wenn ich sie benötige. Natürlich kann ich es wahrscheinlich nicht gerade sofort im Laden installieren und dann Bargeld holen. Aber ich weiß, das gibt's. Und wenn ich jetzt weiß, ich brauche morgen oder nächste Woche Bargeld, dann kann ich die App installieren, schauen, wie das funktioniert und mir das dann holen, dieses Bargeld, aber nicht immer permanent alles verfügbar zu haben. Das brauche ich sicher nicht.
Finde ich gut, wenn man es einfach im Kopf weiß, ja, und dann auch, wenn es die Situation eintritt, dann holt man sich dann bewusst das Ding. So ist das okay. Ja, was sprechen wir denn heute? Ja, ich habe nichts analysiert. Ich habe die Roomtour gemacht, ich glaube, wenn du es gesehen hast, und haben mir einfach überlegt, was habe ich minimalisiert und verändert in der letzten Zeit und habe es dann im Video zusammengefasst. Stimmt, und wie lange ist der Unterschied von der ersten zur zweiten Roomtour? Gute Frage. Ich denke, wann warst du bei mir? Im Dezember. Fast ein Jahr her. Ja, ich glaube ein bisschen mehr wie ein etwa dreiviertel Jahr, ja. Dreiviertel Jahr, ja, ich denke, so lange ist das etwa. Aber schon noch interessant, wie viel sich immer noch ändert. Ja, das stimmt. Da bin ich selber immer auch wieder überrascht. Aber ja, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es eben ein Prozess ist und wir sind immer dran und darum geht ja unser Podcast auch immer weiter. Es ist einfach wie eine Reise mit Minimalismus, oder? Man kann immer wieder etwas verändern. Weil ich habe darauf dann mein Video angeguckt von meiner Wohnung und da ist auch schon sehr viel nicht mehr da. Also du kannst dann auch wieder mal vorbeikommen. Na gut, machen wir. Es ist schon noch spannend. Also ja, man reduziert halt laufend und man merkt halt einfach, dass man nie am Ende, also nie am Ende würde ich jetzt nicht sagen, aber dass es immer ein bisschen weitergeht. Und es ist nicht nur immer ein Reduzieren, vielleicht wenn man jetzt schon länger im Minimalismus ist, das ist eben auch so ein ganz feines Optimieren, Verfeinern von bestehenden Dingen, das, ich denke, ist bei dir auch so, oder? Ja, ich bin immer wieder dran, gewisse Sachen in Frage zu stellen oder ich sehe etwas, was besser oder optimaler passt oder ein Ding, das mehrere Funktionen hat. Ja, das ist schon so. Jetzt bin ich gerade dran, die Böden, also den Holzboden zu ölen. Das sollte ich schon lange mal machen. Und jetzt muss ich mein Schlafzimmer rausräumen, damit ich das tun kann. Und jetzt also bin Parkett. Ich das... Ja. Okay. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das Bett, wenn ich es schon raustrage, ob ich dann die Schubladen, die unten drunter sind, ob ich die jetzt mal versuchen soll, in den Einbauschrank reinzubekommen. Und die Frage ist dann, wenn alles reinpasst, was mache ich dann mit dem Bett, mit den Schubladen? Dann könnte ich mir ja irgendein Bett reinstellen, was einfacher, kleiner. Ich weiß es nicht, aber es sind eben so, ich sage immer, es sind so Nischenprobleme, die eigentlich sonst niemand hat. Aber ich überlege es mir halt, ich weiß, wenn ich gerade irgendwo dran bin, etwas in die Hand nehme. Finde ich gut. Und ich meine, sind wir jetzt ehrlich, wenn es jetzt brennen würde bei dir und dieses Bett verbrennt ist, dann würdest du sowieso probieren, jetzt die Kleider in den Einbauschrank zu tun. Du würdest das kurz versuchen. Also das ist der Beweis dafür, dass das eine gute Idee ist, ja. Ja, und ich denke immer, wenn ich Dinge besitze, die ich dann alleine umziehen könnte, ist das viel besser, als wenn ich da etwas Sachen habe, die ich zu zweit raustragen muss. Also ich versuche auch immer zu optimieren, dass ich das alleine auseinandernehmen, auseinanderbauen kann und umziehen könnte und nicht möglichst große und schwere Dinge zu besitzen. Also eher oder auch Sachen, die ich dann einfacher wieder entsorgen kann nachher. Also Sachen, die aus Metall oder aus Glas sind, die kannst du bei uns kostenlos entsorgen. Alles, was aus Holz brennbar ist, kostet wieder. Solche Überlegungen mache ich mir jeweils auch. Das erhöht einfach die Flexibilität, ja, das stimmt. Genau. Ja, also Flexibilität ist wichtiger geworden, als große und schwere Dinge zu besitzen. Ich höre das übrigens auch oft bei Aufräumkunden, die sagen mir gerade schon zu Beginn, ich will nichts mehr fix eingebaut, ich will, dass ich Dinge bewegen kann und das muss einfach praktisch sein, flexibel. Das ist noch ein oft genanntes Argument. Ja, weil auch wenn du, ich habe jetzt kein Auto mehr, da habe ich mir überlegt, wenn ich mir jetzt etwas hole oder kaufe, dann wird es geliefert, das kann ja noch gut gehen, aber wenn ich es nachher irgendwie umziehen muss, dann muss ich das irgendwie dann transportieren können. Natürlich kann ich einen Umzug nicht ohne Auto machen, das ist mir schon klar. Ja. Aber ich überlege mir halt schon auch Sachen, wie ich an Dinge komme ohne Auto oder mit ÖV oder ja. Ja, das ist gut, nachhaltig. Ja, das auch, ja. Man überlegt sich halt einfach immer wieder ein paar Dinge mehr. Und über was überlegen wir heute, oder? Minimalismus und wichtige Dokumente, glaube ich, oder? Jawohl, also es ist ein relativ umfassendes und schwieriges Thema. Wir haben ja mal zu Themen aufgerufen, da kam eine riesenlange E-Mail. Ich habe sie mal kopiert, es waren 2200 Wörter. Also wenn ihr wollt, dass wir die E-Mails bis zum Ende lest, schreibt sie viel kürzer.
Das ist Gesetz. In der Kürze liegt die Würze. Und das war auch eine E-Mail, da waren alle möglichen Fälle abgebildet und man hat gesehen, dass die Person auch eher ängstlich ist oder einfach für jeden Fall gewappnet sein möchte. Und da musste ich sagen, im Zweifelsfall musst du dann einfach alles aufbewahren, wenn du Angst hast. Das ist dann gar nicht möglich, weil du, wenn du dir überlegst, was alles passieren könnte, dann kann alles passieren. Also es kann, dann müsstest du 5 oder 10 Versicherungen abschließen, alles aufbewahren, 3-fach, 4-fach, es könnte an einem Ort brennen. Und das ist weit weg vom Minimalismus. Also von dem her ist es sehr schwierig, dann überhaupt was zu minimalisieren. Genau, ich denke, das beginnt im Mindset hier, dieses Thema, ganz auf der höchsten Ebene oben, was man für ein Mindset hat als Minimalismus mit diesen ganzen Dokumenten und Belegen und Papieren und Verträgen. Was hat man für ein Mindset, oder? Ja, es ist Mindset versus Risikomanagement auf eine Art, weil das kleinste Risiko ist natürlich einfach alles aufzubewahren. Dann hat man immer alles zur Hand, man braucht aber am meisten Platz, braucht am meisten Zeit, um es zu verwalten. Ja. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast keine Rechtsberatung ist und wir einfach über Dinge reden, die uns beschäftigen und keine Tipps. Also ihr könnt uns nicht verklagen, wenn wir was sagen, was nicht stimmt. Das ist in Deutschland sowieso wichtig. Bei uns in der Schweiz ist es, glaube ich, nicht so kritisch. Ja. Aber ich denke, jeder muss sich selber informieren, ob er jetzt diese Sachen wie und wie lange aufbewahren muss. Weil es ist ja in der Schweiz sicher nicht gleich wie in Deutschland oder in Österreich. Also bei uns, ich merke einfach, bei uns ist es so, es geht immer mehr in Richtung Digitalisierung. Ich kriege zum Beispiel von der Versicherung, von der einen, konnte ich irgendwann mal ankreuzen, dass ich die Dokumente elektronisch haben möchte. Da kriege ich eine Mail, es hat in deinem Postfach bei der Versicherung wieder ein neues Dokument, da kommt eine neue Police oder ein Update oder eine Rechnung, da kann ich die dort anschauen, muss sie nicht mal ausdrucken, kann sie bezahlen, kann sie zu meinen Unterlagen legen. Und ja, bei vielen Sachen ist es so, das sind einfach nur Informationen oder Kopien von Dokumenten, also eben Versicherungspolicen, Bankauszüge, Lohnabrechnungen, Steuerdokumente, also ich sage zum Beispiel die Steuerrechnung oder die Abrechnung oder die Veranlagung, wie es bei uns heißt, das sind reine Informationen, die muss ich nicht zwingend in Papier aufbewahren. Die kommen einfach auf Papier. Also fassen wir kurz zusammen. Es gibt heute schon viele, viele Anbieter von Versicherungen über Banken, über Smartphone, Telefonabrechnung, die das ermöglichen und anbieten, dass man nur digital kommuniziert, ne, inklusive Belege. Und dann kann man das anwählen und dann ist das ab dann so. Richtig. So, und jetzt meine Frage an dich. Was hast du konkret jetzt noch für wichtige Dokumente physisch? Und warum? Also ich habe... Also es gibt 2 Sachen, die ich noch habe. Ich habe jede Menge Unterlagen zu meiner Eigentumswohnung. Da gibt es regelmäßig so Sitzungen der Stockwerkeigentümer. Da gehe ich eigentlich nie hin. Da kommen Protokolle, da kommen Beschlüsse, da kommen Sachen, dass sie da irgendwo in der Umgebung irgendwas Neues renovieren oder so. Das bewahre ich auf. Einerseits, weil ich zu faul bin, das alles einzuscannen, weil ich nicht weiß, was ich aufbewahren muss und was nicht, weil als ich die Wohnung gekauft habe, dann hat er mir auch einen Ordner in die Hand gedrückt, das sind irgendwie die Beschlüsse der letzten paar Jahre, weil du möchtest ja wissen, als Eigentümer, ist die Wohnung gut, ist diese Stockwerkeigentümergemeinschaft, sind die alle irgendwie gut miteinander oder gibt es da Probleme? Also wenn ich die Wohnung verkaufen möchte, müsste ich wahrscheinlich dem möglichst viele Unterlagen geben können zu diesem, also so Historie oder Geschichte zu dieser Eigentümerversammlungen und so. Deshalb bewahre ich das auf. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass ich die Wohnung nicht verkaufe bis zu meinem Tod, würde ich alles wegschmeißen. Weil das brauche ich ja nicht, weil das ist einerseits Vergangenheit, andererseits bewahrt das auch die Verwaltung bewahrt das auch auf. Also von dem her müsste ich das nicht. Aber ich bin einfach auch zu faul, alle diese Dokumente einzuscannen. Jetzt lege ich die in eine Kiste, bewahre die auf und irgendwann, wenn diese Kiste dann zu groß wird, dann fange ich dann an, hinten die letzten Jahre dann rauszunehmen.
Das ist das eine. Ich hake hier kurz ein, weil es gerade passt, wie ich das mache. Ich habe ja auch eine Eigentumswohnung. Ich werfe das alles weg. Das kommt ja einmal im Jahr, diese Briefe, diese Versammlungen. Das ist mir alles zu mühsam, das interessiert mich nicht. Ich gehe auch dort nicht hin. Ich habe einen ganz netten älteren Herr, der über mir wohnt, der das gerne macht, der gerne dorthin geht. Ich gebe ihm immer meine Stimme und wenn er eines Tages dann nicht mehr kann, dann muss ich dann halt vielleicht schon mal gehen. Ich habe einfach ein einziges PDF, ein digitales PDF und wenn wirklich ganz etwas Wichtiges kommt, wie zum Beispiel letztes Jahr kam die Wassersanierung, das ist jetzt vielleicht noch wichtig zu wissen, wenn ich sie mal verkaufe, dass diese Person weiß, aha, das Wasser wurde dann und dann saniert, dann habe ich das gescannt und dann kommt das in das gleiche PDF rein, immer chronologisch, zuoberst sind immer die neuesten Dinge, die passiert sind, also ein PDF und den ganzen Rest, das werfe ich alles weg und wenn ich die Wohnung mal verkaufe, wie du vorher gesagt hast, diese Person kann sich bei der Verwaltung melden und diese Dokumente einfordern oder es gibt genügend Leute, die alles aufbewahren. Also ja, das ist jetzt eben dieses Mindset, das gibt immer eine Lösung nachher. Ja, guter Punkt. Also du bist jetzt eher da, aber du schmeißt einen Teil weg, einen Teil scannst du. Ich kann natürlich auch alles einscannen. Mein Bruder hat so einen Hochleistungsscanner, da könnte ich den ausleihen, könnte alle Klammern und Tacker wegnehmen und das einscannen, dann hätte ich alles, aber das ist mir zu viel Aufwand. Wahrscheinlich schmeiß ich es auch wegwerfen. Wegwerfen. Also wo ich diese Wohnung gekauft habe, das war ja leer, da kam ich in den Keller und dort waren 10 Ordner von den letzten Jahren, alles ganz akribisch aufbewahrt, all diese Dokumente. Glaubst du, ich habe das angeschaut und nein, ich habe alles weggeworfen. Also, ja, du schaust das nicht an, du bewahrst, das ist genau so ein Beispiel, dass du einfach Dinge aufbewahrst, wo man nicht so recht weiß, dass man's, ob man es muss, natürlich muss man es nicht, die Frage ist, braucht man es jemals, wahrscheinlich auch nicht. Und das ist das, was ich schaue mir das an bis zum nächsten Mal. Ich denke, die Frage muss nicht sein, brauche ich es einmal, sondern die Frage ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Man kann es so sagen, okay, nichts, ja. Genau. Nichts. Okay, also fahren wir weiter. Ja. Wir waren bei den... Ich habe noch ein Dings, ich habe noch einen Darlehensvertrag mit einer Person, der ich Geld geliehen habe. Da sind zwei Originalunterschriften drunter, also meine und seine. Und dieses Dokument bewahre ich natürlich auf, weil das ist eigentlich ein Vertrag und der ist dann im Prinzip, ja, der Wert des Geldes ist eigentlich dieser Vertrag. Also wenn ich den Vertrag nicht mehr habe und die andere Person sagt, sie bezahle nicht, da muss ich ja eigentlich den aufbewahren. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich den elektronisch führen könnte. Ich habe ihn schon auch elektronisch, aber das Original bewahre ich auf, weil es ja ein Vertrag ist. Also Verträge, denke ich, muss man schon aufbewahren. Urkunden und Verträge. Ist gut, finde ich auch. Habe ich auch. Habe ich auch. Und ich habe zwei Darlehensverträge auch im Original. Und die bewahre ich auch auf. Was hast du sonst noch? Also jetzt haben wir zwei Darlehensverträge, das sind die Eigentümer von der Wohnung und was sonst noch? Physisch habe ich sonst nichts mehr. Also ich habe da so eine Kiste, wo das, was reinkommt, was ich noch nicht eingescannt habe, oder das bewahre, zum Beispiel Steuerunterlagen, die ich für die Steuererklärung benötige, Ende Jahr, die bewahre ich einfach physisch auf, dann mache ich die Steuererklärung und dann schmeiße ich alles weg, wenn das gut ist. Aber sonst habe ich, glaube ich, nichts Physisches. Der Rest ist dann gehen wir mal zu mir und dann frage ich dich dann noch ein paar. Also Wohnung habe ich gesagt, einfach ein PDF. Und was ich natürlich habe von der Wohnung physisch, ist dieser Plan, diese Zeichnung, das großgefaltete Ding, das man vom Notariat, der Grundriss, das hast du sicher auch, oder? Der ist auch in diesem Ordner vorne drin. Also du musst ja, wenn du die Wohnung verkaufst, möchte ja jemand den Grundriss sehen. Und das, also den habe ich schon mal. Ja. Den habe ich auch. Also den würde ich auch behalten, weil das ist ein Dokument. Genau. Den kannst du sicher auch wieder bekommen. Aber ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dokumente, damit die Leute sehen können, wie groß ist die Wohnung, wie ist sie angeordnet und so. Aber das könntest du auch elektronisch jemandem zusenden, von dem her. Ist dann nicht zwingend auf Papier. Und dann habe ich auch die Verträge im Original, also einfach die Institutionen und Firmen, die das nicht angeboten haben digital, dort habe ich den Originalvertrag, wie zum Beispiel eben von der Bank, von der Wohnung oder von einem Hypothekarvertrag. Und dann, man hat es in der Roomtour gesehen, ich habe das gezeigt, ich habe so einen weißen Folder, dort sind einfach die Dinge drin, jetzt noch, die nicht digital sind, also Diplome.
Diplome von meiner Lehre, von meiner Hotelier-Ausbildung. Hast du die alle nicht mehr, Diplome? Ich habe die Diplome noch, die relevant sind. Ich habe kürzlich mal diesen Ordner ausgemistet. Da hatte ich irgendwelche, Schreibmaschinenkurse oder so. Das Beispiel, aber alle möglichen Kurse aufbewahrt, aber ich habe jetzt noch das Wesentliche. Das habe ich auch alles digital. Theoretisch brauche ich das nicht auf Papier. Aber ja, natürlich kann es sein, dass, bewahre ich jetzt auch noch auf. Ja. Aber eben die Zeugnisse und so Referenz, wie sagt man, Arbeitgeberbescheinigungen, wo du gearbeitet hast, die habe ich natürlich auch noch auf Papier. Es ging ja ohne, da hast du schon recht. Also ich meine, ich habe ein LinkedIn-Profil zum Beispiel, dort sind auch meine Diplome drauf und das würde genügen, wenn ich mich mal jetzt wirklich neu bewerben. Ich könnte nur diesen Link senden, dort ist alles drin, oder? Alle Diplome, alles. Es bräuchte da nichts Physisches, aber ja, das habe ich jetzt noch. Die Frage, es ist auch noch so Kaufbelege für die Versicherung, wenn es die Wohnung abbrennt und du irgendwie sagen musst, was alles drin war, dass man das alles belegen muss. Aber kürzlich habe ich gehört, dass man die Fragen, klar, wenn du jetzt sagst, du hättest Schmuck für 10.000 Franken gehabt, dann musst du das sicher belegen. Aber wenn du jetzt ein normales Bett hast und einen normalen Tisch und ein Sofa und einen Fernseher, der nicht übermäßig teuer ist, dann fragen die nicht nach. Die fragen nur dann nach, wenn du irgendwas hast, was jetzt außergewöhnlich ist. Und dann macht es Sinn, Wertsachen zu fotografieren und Kaufbelege aufzubewahren. Die kannst du aber auch elektronisch aufbewahren. Aber das ist immer wieder der Extremfall, dass du jetzt da der Versicherung was, wenn du sagst, du hast eine Wohnung, du hast 10.000 Euro drin, dann sagen die nichts, dann wollen die vielleicht wissen, wie groß der Schaden ist. Das kriegen sie wahrscheinlich von der Feuerwehr oder von der Polizei. Und wenn die sagen, die Hütte ist komplett abgebrannt, dann stellen die keine Fragen mehr. Da kriegst du noch diese Versicherungssumme zugesprochen, die du hast. Außer du versicherst es auf 1 Million und das ist irgendwie in eine Dreizimmerwohnung, dann kommen sie dann schon und wollen sehen, was du alles besessen hast vorher. Aber ich glaube, das sind die extremen Fälle. Wie sieht es aus mit so Lohnabrechnungen oder was für die Rente oder für, bei uns ist das so AV, zweite Säule, Pensionskasse, bewahrst du da irgendwas auf? Nein, auch hier, also ich bin ja selbstständig, ich bin bei der Ausgleichskasse und dann kommt auch alle 3 Monate eine Rechnung und auch da wieder mit scanne ich das mit dem Smartphone und dann kommt es wieder in das gleiche, ein einziges PDF pro Institution habe ich, dann kommt es dort zu oberst in das gleiche PDF rein. Das Original werfe ich weg, das ist einfach wieder nur Informationscharakter. Nein, es gibt sonst wirklich nichts bei mir, außer eben diese Diplome. Was es noch gibt, sind Garantiescheine, wenn sie nicht digital kommen, zum Beispiel wenn man ein Radio kauft, irgendwo in einem elektronischen Gerät an der Kasse, dann kriegt man ja die Quittung. Das wird dann oft nicht akzeptiert, wenn man das scannt. Wie machst du das? Ist das so? Ja. Also bei Interdiscount zum Beispiel, ein bekannter Schweizer Elektrohändler, der akzeptiert das nicht. Also da musst du dann das Original bringen. Und jetzt, wenn du ein teures Gerät hast, wärst du schon blöd, oder wenn da was das kaputt geht. Das wusste ich gar nicht. Ich habe die alle eingescannt, weil die haben ja zum Teil diese Quittungen, sind ja auf Papier, das über die Jahre verbleicht. Je nachdem, wie die Lichter, also durch so UV-Licht werden die immer bleicher und das ist also so Thermotransferdrucker, wie das heißt. Also die halten gar nicht so lange. Ja gut, dann frag doch nochmal nach und sag's mir. Also vielleicht hat es mir auch falsch gesagt, aber ich habe explizit gefragt wegen dem. Würde mich interessieren, ja. Weil ich habe schon gehört, dass man eben solche Ausdrucke von so komischen Kassen kopieren soll, weil die über die Jahre nicht überdauern, weil sie dann irgendwie verbleichen. Ich weiß es nicht, was genau ist. Aber die kriegst du ja meistens, wenn du online bestellst, kriegst du die auch digital. Wenn du in den Laden gehst, dann schon. Ja. Anleitungen? Nee, Anleitungen, also meistens sind ja die Anleitungen nicht mehr so detailliert oder häufig kannst du sie auch elektronisch runterladen. Ideal wäre natürlich, wenn du die am Tag des Kaufs irgendwo im Netz suchst, runterlädst, weil in 10 Jahren kriegst du die gleiche Anleitung zur Waschmaschine wahrscheinlich nicht mehr. Aber die bewahre ich
Ja, man kriegt da immer so viel Zeugs, wenn man was Neues kauft. Meistens schaue ich das durch und sage dann, gut, das brauche ich, das brauche ich. Zum Beispiel drei, vier Sprachen bei den Anleitungen. Dann schmeiße ich alles außer Deutsch weg. Früher habe ich noch Englisch aufbewahrt und gedacht, gut, wenn ich das vielleicht verkaufe und der Typ spricht dann kein Deutsch. Heute sage ich, komm, das ist mir scheißegal. Ich spreche Deutsch, ich bewahre die deutsche Anleitung auf, wenn überhaupt, wenn es etwas Kompliziertes ist. Weil im Netz kannst du so viel suchen zu Problemen, zu Geräten oder so, dann brauchst du keine Anleitung, weil meistens ist es ja. Genau, für alle, die das noch nicht kennen, man gibt einfach auf Google den Namen vom Gerät ein, den Typ und dann das zweite Wort ist immer PDF-Anleitung. Und dann findet man also wirklich 90% der Anleitungen. Frage, du hast ja auch einen Thermomix gekauft. Was hast du dort alles aufbewahrt? Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Ist das sicher Ach, ein das. Riesenkarton, oder? Unglaublich, hat mich das genervt. Okay. Ich habe es ausgepackt und dann waren drei Bücher drin, also drei Kochbücher, wirklich fix fertig. Die sind jetzt im Bücherregal. Eine Anleitung, eine wirklich dicke Anleitung, die ist auch im Bücherregal, ist jetzt halt einfach im Bücherregal im Moment. Ja. Ja, aber du musst es auch, musst dich darum kümmern, die kannst du jetzt auch nicht gut wegwerfen. Vor allem, wenn du das Ding verkaufen möchtest, dann will ja der zukünftige Käufer möchte ja das möglichst komplett haben. Das ist ein bisschen das Genau so. Problem, dass du da. So bei teuren Sachen, ja, kann man vielleicht mal mehr etwas aufbewahren, weil man es dann einfach besser verkaufen kann. Aber so von einem Radio und von einem Toaster, also viele meiner Kunden, die bewahren wirklich all diese Anleitungen auf. Aber ich habe Ja, auch aber schon ein Toaster. diskutiert, ein Toaster, was musst du da die Anleitung Der hat ja aufbewahren? zwei Funktionen. Du kannst Eben. einstellen, wie lange, und du kannst runterdrücken und wieder hochdrücken und fertig, ja. Ja, also man muss da schon auch ein bisschen realistisch sein, was man kann auch überlegen, was sich da, kann man durchgehen durch die Unterlagen und schauen, was habe ich die letzten paar Jahre überhaupt verwendet oder was ist der Worst Case, wenn ich es jetzt nicht mehr habe. Also bei einem Toaster passiert da gar nichts. Ja, was gibt es sonst noch wichtige Dokumente? Ich überlege gerade, also zum Beispiel dein wie heißt das, Geburtszertifikat oder Geburtsurkunde, Geburtsurkunde. das hat meine Mutter, das ist beim wie sagt man, das Verursacherprinzip, der bewahrt das auf. Nee, also die kriege ich dann wahrscheinlich irgendwann, wenn meine Eltern nicht mehr da sind, aber die liegt bei meiner Mutter, die Geburtsurkunde. Dann gibt es noch so einen Schein, wo man sich bei der Gemeinde angemeldet hat, aber den Ja. braucht man offensichtlich auch nicht zwingend, weil ich habe gerade kürzlich mit Bea gesprochen, die Zita ist ja ausgezogen in eine. Hat jetzt einen anderen Wohnsitz und da hat die auf der Gemeinde sich gewundert, dass sie überhaupt dieses Dokument dabei hat, weil das hätten viele nicht mehr. Es ist einfach so ein Fetzen Papier, dass du da eigentlich in dieser Gemeinde wohnst. Den habe ich noch. Ja, und so AHV-Ausweis und Impfausweis habe ich natürlich auch, aber das ist auch so was, was man nicht so. Aber das habe ich so in einem Mäppchen, in einer Ablagemappe mit, oder auch der Pass liegt auch dort, den kannst du auch nicht, den brauchst du ja auch physisch. Ja, eben, ich Aber so. denke, das Mindset ist das Wichtigste und ich überlege noch gerade, ich habe auch eine Kundin im Moment, die hat einen Rechtsstreit mit der KESB, Kindererwachsenenschutzbehörde, oder? Das war ihre Mutter, war dort irgendwie involviert und es gibt einen riesen Rechtsstreit jetzt. Also wenn man natürlich so solche Geschichten hat, das weiß man ja, dass jetzt etwas am Laufen ist. Das ist ja klar, dass man dort nicht Belege wegwirft, bis das eben abgeschlossen ist. Also da muss man halt ein bisschen in sich hören, was ist pendent, was läuft, wo will ich meine Energie reinstecken, wo will ich kämpfen dafür und dort natürlich nicht wegwerfen, das ist klar, oder? Ja, aber das weißt du ja wahrscheinlich vorher nicht, wann du wo in einen Rechtsstreit verwickelt bist. Dann kommt der Ängstliche natürlich wieder und sagt, ich bewahre alles auf. Aber was auch noch gut ist bei uns mit der AHV, kannst du ja so einen Auszug verlangen, ob alle deine Arbeitgeber AHV abgerechnet haben. Und wenn du das regelmäßig machst, kannst du ja alle Lohnabrechnungen dann wegschmeißen, weil du ja weißt, die haben alle AV abgerechnet. Sonst brauchst du das nicht. Du musst höchstens dann belegen, wenn du jetzt
eben eine Lücke hast, dass da jemand die Rentensachen nicht einbezahlt hat, dass du das belegen kannst. Aber ja, genau. Man muss halt auch regelmäßig ein bisschen schauen, was hat man für Unterlagen, sind die wichtig, muss ich irgendwo was einreichen. Wenn man natürlich blind durchs Leben geht und alles aufbewahrt und dann irgendwann mal was liefern muss, dann, weil man irgendwas versäumt hat. Wenn man immer alles richtig macht im Leben, glaube ich, da kann nicht so viel passieren. Schönes Schlusswort. Nee, und zum Schluss noch, je weniger, dass du besitzt, umso weniger Dokumente entstehen natürlich auch, die du managen musst. Also je weniger Dinge du anhäufst, umso weniger hast du das Problem. Deshalb, wenn du viele Dokumente hast, hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, das stimmt. Da sind wir wieder einmal beim Kernsatz im Minimalismus. Je weniger Dinge, die du besitzt, desto einfacher wird alles, inklusive Dokumente. Aha. Das ist so. Schön. Also, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss, Selim. Tschüss, Thomas. Bringt dir der Podcast einen Mehrwert? Dann kannst du uns unter minimalismus.ch/spende eine Spende hinterlassen. Vielen Dank für deine Unterstützung.